dann muss ich jetzt da runter, weil da unten, da ist was. Möp, 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 möp. Möp. Hier sind auch gute Schuhe hilfreich. Sonst kommt nämlich der Hang mit runter, wenn man kein vernünftiges Profil hat. So, also gleich ist da was. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ja, wo ist es denn? Hüpf mal runter zum Ufer. Manchmal kommt man so direkt am Bach besser voran als im Bestand. Manchmal. Und da sind wir an der geheimen Quelle. Super geheim. Also jetzt nicht mehr. Wenn ihr mal diese Brücke findet, dann wisst ihr, dass hier die geheime Quelle ist. Ta-ta-ta-ta-ta. Die geheime Quelle. Bisschen viel Laub drin, aber das macht ja nichts. Frisches Wasser fließt hier aus einem kleinen Rohr. Die ist also eingefasst. Eigentlich ist das da die Quelle, dieses Loch. Und dann haben sie das hier nochmal so ein bisschen eben eingefasst und mit so einem Rohr versehen. Ich fülle mir gleich meinen Wassersack, trink was. Muss ich jetzt nicht filmen. Und genieße das frische Quellwasser, weil es ist genau das. Hier gibt es noch nicht mal einen Graben. Auch da hinten den Hang runter gibt es keinen Graben, der irgendwie darauf hinweisen würde, dass hier ein Bach läuft, dass hier ein Fluss läuft. Nichts dergleichen. Sondern das sind alles ziemlich massive Gesteinsschichten hier. Alles, was im Boden versickert, läuft dann diese Gesteinsschichten entlang und tritt erst hier unten eben an der kleinen Quelle wieder zutage. Das ist also 100% Trinkwasser. Und das Interessante ist, die hat auch eine konstante Schüttung. Also selbst 2018, 2019 war ich jeweils hier, jeweils im Sommer, jeweils als Grundwasserstand wirklich niedrig war. Die Quelle ist nie ausgetrocknet, die floss immer weiter. Für mich persönlich ist es wichtig zu wissen, wo man sowas hat. Ja? Und auch wirklich ein bisschen ab vom Schuss, weil das inzwischen sind Dorf und Stadt schon relativ weit weg. Einfach für den Fall, dass halt doch mal was ist. Ne? Dass halt doch mal was Großes ist. Ist es für mich einfach hilfreich, so viel Paranoia habe ich dann doch, zumindest so ein paar Kleinigkeiten an Wissen zu bevorraten. Und das Wissen über die nächste sichere Quelle, die wirklich immer Wasser führt, zumindest soweit man irgendwie sagen kann, immer Wasser führt, die auch eben nach Trinkwasser führt, das ist schon hilfreich. Ja? Und wenn ich hier mit dem Bollerwagen hin muss, über einige Kilometer, um mir dann ein paar Wassertanks voll zu machen an dem Ding, um wieder nach Hause zu fahren, dann mache ich das halt. Sollte das notwendig sein. Aber mit dem Teil habe ich halt für mich, für meinen Wohnort, eine verlässliche Wasserversorgung, wenn mal irgendwas mit der regulären Zivilisationswasserversorgung wirklich so richtig krass im Eimer ist. Oh, habe ich jetzt fast vergessen. Hier gibt es noch eine andere Sehenswürdigkeit. Kurzen Schnitt, ich muss schnaufen. Und zwar ist hier, läuft? Läuft. Hier ist mein Notunterschlupf für dieses Survival-Unterfangen hier. Ne? Also sollte es, das passiert nicht, aber sollte es doch noch zu einem Unwetter kommen heute Nacht, ja? Und angenommen, ich werde durchgeweicht oder sonst wie, oder ich muss mich verstecken oder irgend sowas. Unter dieser Brücke wäre dann ein möglicher Ort für einen sicheren Rückzug. Also angenommen, auch heute Nacht ist irgendwas, mich entdeckt ein böser Förster, ein böser Jäger, verweist mich des Waldes und dann wäre es halt extrem hilfreich, spontan des Nachts noch irgendwie einen sicheren Unterschlupf finden zu können. Und das wäre hier unter der Brücke
zum Beispiel eine Möglichkeit, zumindest um noch ein wenig auszuharren. Man kann sich jetzt zwar auch hinlegen, ist breit genug, aber ich müsste mir dann noch auf jeden Fall Isolationsmaterial hier reinschaffen, also sprich jede Menge Laub, damit ich hier nicht dumm und dappig friere, weil auf den kalten Stein mit meiner super, super dünnen Isomatte, da habe ich einfach nicht die Ausrüstung für. Ne? Das wäre also durchaus ein Thema. Hätte ich jetzt mehr Zeit, ja, und sonst nichts mehr vor, dann könnte ich hier jetzt wirklich schon mal ein bisschen Laub hinlegen für den eben Notfallfall, dass ich irgendwann von meinem regulären Nachtlager nochmal abbrechen muss und mich hierhin halt zurückziehen muss. Der Ort ist aus meiner Sicht deswegen auch gut geeignet für so ein Emergency-Schnell-Bezieh-Shelter, weil alle Wege führen hier mehr oder weniger her. Das heißt, ich kann auch in einer stressigen Situation hier relativ sicher hingelangen, auf relativ sicheren Wegen, zur Not sogar im Dunkeln. Ne? Angenommen, ich kann kein Licht machen, weil die Zombies oder sonstige Gründe, oder mir ist der Akku meiner Lampe ausgegangen. Letzteres ist gar nicht so unrealistisch, ich habe das Ding nämlich nicht mehr aufgeladen, hatte ich vergessen. Deshalb, ja, muss man mal schauen. So, hier also soweit so check. Eigentlich wollte ich ab hier jetzt meine Karte zeichnen, aber ich will ja wirklich noch ein halbwegs vernünftiges, halbwegs gemütliches Nachtlager haben. Und das bedeutet, dass ich auf jeden Fall noch etwas Zeit brauche zur Nachtlagersuche und auch noch ein bisschen Zeit zum Feuerholz suchen, nach Möglichkeit auch noch, bevor es dunkel wird. Und deswegen würde ich mir jetzt ein kleines bisschen in den Hintern treten, dass ich die 2 Kilometer oder was das jetzt noch sind, schnell noch mache. Ungefähr bis zur grob hier ungefähr Nachtlager auswählen, Location. Und dann gucke, dass ich zur Feuerstelle komme. Und dann muss ich ja noch das Notsignal senden, was ich A muss, weil es eine Aufgabe ist, und B, damit der Emergency Drop-Off-Point aktiviert wird. Ja, und mein Emergency Drop-Off stattfindet. Und außerdem ist sie so böse und hat eben, als sie mich rausgeschmissen hat, also das heißt eben, ist schon ein Weilchen her inzwischen, gemeint, jo, sie bringt dann noch Würstchen zum Grillen mit. Für sich. Bah, widerlich. Gucken wir mal. Gut, was hier es übrigens noch gibt, ist jede Menge wundervoller Stockausschlag in sehr gerade. Man könnte sich da also wunderbar noch irgendwelche Zeltstangen und ähnliches rausschneiden. Puh. Ja, ich glaube, da ist der Punkt, wo ich das tatsächlich auch tue. Weil jetzt gehst du in den Buckelnuff, kleine Gehhilfe kann da nicht schaden. So, habe die Kamera jetzt quasi so zwischen 2 Ästen festgeklemmt. Ich hoffe, man sieht mich einigermaßen. Ich würde mir hier jetzt einen dünnen, etwas das Bewegung, den Bewegungsablauf unterstützenden Stöckchen rausschneiden. Das ist Hasel. Da befinden wir uns jetzt natürlich zugegebenerweise ein bisschen in einer rechtlichen Grauzone. Man darf ja Blümchen pflücken im Wald. Ne? Man darf Bärchen sammeln im Wald. Also ein Kram darf man. Was man nicht darf, ist Forstpflanzen beschädigen. So, und das hier ist Hasel. So, und jetzt ist es quasi unmöglich rauszufinden, ob aus Sicht des Gesetzgebers die Hasel, die hier unten übrigens eh schon ziemlich beschädigt ist, noch als Forstpflanze zählt oder eben nicht. So, und jetzt muss ich hier mit meinem sehr improvisierten Messer eine ganze Weile wahrscheinlich rumsäbeln, bis ich die halbwegs ab habe.
oder zumindest halbwegs baumschonend brechen kann. Weil das Problem ist, ich möchte das ja schon so machen, damit die Hasel hier, also die Pflanze in sich, so wenig wie möglich leidet. Und das bedeutet, einfach abbrechen wäre schlecht. Ich brauche also mindestens eine ordentliche Kerbe, dass es eine schöne Sollbruchstelle gibt. Jo, und das könnte einen Moment dauern. Bin ich unten durch, jetzt muss ich mich oben noch natürlich das Ding noch abkürzen. Das ist natürlich jetzt aber weniger dramatisch, weil ich da recht einfach brechen kann. Ist ja schon jetzt egal. Ne? Nur so ein bisschen eine entsprechende Kerbe für eine Sollbruchstelle hätte ich hier halt auch noch ganz gerne. Also dieses Kreditkartenmesser, ich muss sagen, das schneidet doch besser, als man denkt. Ne? Also in der Praxis, das geht schon. Und also jetzt mal ehrlich, wenn ich jetzt echt in Not wäre oder sonst wie, dann hätte ich mir natürlich da von vornherein was brechen können. Beziehungsweise, es gibt da die relativ tolle Technik, dass man, ich hoffe, das könnt ihr sehen, das hier relativ weit biegt. Jetzt habe ich hier schon eingerissen, deswegen bricht das an der Stelle schon durch. Aber dann ist das unter Spannung und dann braucht man eigentlich im Grunde nur noch mit dem Messer hingehen und in die eh schon gespannte Faser reinschneiden. Dann bricht die relativ schnell noch weiter weg. Ne? Und dann hat man das sehr schnell auch mit einem miesen Messer mit geringem Kraftaufwand, weil das halt eben unter Spannung steht, weggeschnibbelt. Ne? Aber das möchte ich natürlich nicht beim noch sich am Strauch befindenden Stück vom Ast tun, weil einfach das eine Wunde hinterlässt, die nicht so gut abheilt wie ein glatter Schnitt, ne? Oder ein halbwegs glatter Schnitt. So, ja, alle weitere Bearbeitung mache ich dann später vor Ort, wenn ich vor Ort bin, wenn ich nicht mehr so viel aufs Licht angewiesen bin. Jetzt habe ich jedenfalls hier auch einen halbwegs hilfreichen Gehstock, sollte der notwendig sein. Eine Gehhilfe ist immer nicht verkehrt, reduziert in jedem Fall das Verletzungsrisiko ein wenig. Ja. Es hängt halt auch davon ab, von der jeweiligen Sicherheit, mit der man sich im Gelände fortbewegt. Da gibt es ja Menschen, die naturgemäß unterschiedlich sind. Und wenn man dann jemand ist, der ziemlich sicher sich im Gelände fortbewegt, gar nicht so einfach jetzt wieder rauszukommen, ja, dann ist natürlich nicht unbedingt das Erste, was man machen muss, sich so einen Stock zulegen. Und falls jetzt jemand sich fragt, warum ist er denn so glatt hier, naja, ich habe ihn abgesägt, weil, ja, muss ich zugeben, ganz ehrlich, Cheaten. Wenn schon cheaten, dann muss man es auch zugeben, weil ich will einfach der Hasel das nicht antun, dass ich mir da jetzt das Ding mehr oder weniger wegbreche. Muss da hin und gerade die Kamera noch ein bisschen gescheiter einstellen, weil das tut halt echt dem Ding nicht gut. Und es ist einfach nicht notwendig, dass ich das jetzt mache. Ne? Ich hätte es mit der Biegetechnik, die ich gerade andeutungsweise versucht habe zu zeigen, hätte ich das problemlos in kurzer Zeit rausbrechen können. Aber das ist halt echt nicht gut für die Pflanze, schlicht und ergreifend.
Und das möchte ich doch vermeiden. Aber ja, ja, also gecheatet. Ich habe ja mein Notfallersatzmesser im Hosensack für solche Zwecke. Damit man nicht mehr Schaden anrichtet als nötig. So, aber alle weiteren Arbeiten am Holz mache ich dann wirklich ganz regulär mit meinem ollen Kreditkartenmesser. So, bin schon fast den Berg hoch. Das ging jetzt doch flotter als gedacht. Hatte ich irgendwie weiter in Erinnerung. Naja, jedenfalls hier haben wir so lustige Blütenstände von, ja, ich bin mir nicht sicher, was das ist. Jedenfalls, die fliegen hier fröhlich in der Gegend rum. Ich hoffe, das kann man sehen. Die könnte man selbstverständlich auch sammeln und vielleicht mit einem Firesteel anzünden. Also geht wahrscheinlich schon, aber verbrennen unglaublich schnell. Also man müsste sofort noch was zur Hand haben, was man dann mit der Flamme, die bei dem Anzünden von dem Zeug entsteht, auch gleich wieder entzünden kann. Heißt, das Zeug ist dafür da, dass es den Funken von einem Firesteel eventuell ganz gut auffängt, aber für mehr auch nicht. Deshalb, ich lasse es da, ich brauche es nicht, ich habe ja gar keinen. Das heißt, ich hätte einen Mini-Firesteel, der in meinem Hut, in meiner Hutschließe drin ist. Aber mehr eigentlich auch nicht. Ja, und hier hinter mir hat es ein paar junge Schlehen. Das wäre jetzt ganz spannend, wenn wir dann einen frühen und kalten Winter bekommen hätten. Weil dann könnte es theoretisch sein, ist nicht, aber könnte, dass da noch ein paar Schlehen dranhängen. Also dann die entsprechenden Beeren. Und wenn es ein früher und kalter Winter wäre, dann hätten die Frost abbekommen. Und sobald die mal Frost abbekommen haben, sind die nicht mehr ganz so bitter und nicht mehr ganz so sauer und wären dann als Survival-Nahrung zumindest ergänzend für ein paar zusätzliche Kalorien eine Option. Aber A, sind die Dinger hier noch relativ jung. B, ist da überhaupt nichts mehr dran. Und C, wäre letztes Jahr ohnehin nicht viel drin gewesen, weil die letztes Jahr kaum Früchte getragen haben, die guten Schlehen. Also ich habe insgesamt generell wirklich nur minimal hier und da mal ein ganz paar davon gefunden. Und da waren sie noch gar nicht reif. Und ich vermute mal, als sie dann reif waren, werden die Tiere sehr schnell gewesen sein, sich da zu holen, was sie gekriegt haben. Denn es ist echt kein gutes Jahr für die Tiere auch gewesen. Und deswegen, ja, man hat ja auch noch einen gewissen Konkurrenzdruck immer, wenn man sich jetzt versucht, im Winter noch irgendwelche Nahrung im Wald zu ergattern. Dann müsste das ja was sein, was noch da ist, was nicht schon irgendwer anders vorher geholt hat. Und insbesondere Letzteres, das wird dann wirklich schwierig. Das wird dann wirklich schwierig. Also vielleicht ist euch aufgefallen, ich habe bisher noch nichts nennenswert Essbares gefunden. Das ist kein Zufall, sondern liegt tatsächlich daran, dass es nichts nennenswert Essbares bisher auch gegeben hat. Ich hatte ja schon mal erwähnt, ich habe noch vor, zu versuchen, mir noch eine Bärlauchzwiebel auszubuddeln. Vielleicht klappt das, vielleicht aber auch nicht. Und selbst wenn es klappt, dann muss man da ganz vorsichtig sein, weil man kann ja nur dann wissen, wo man eine Bärlauchzwiebel ausbuddeln muss, wenn man sich in der Region ohnehin schon auskennt und weiß, wo es Bärlauch gibt. Ja? Sonst ist da nichts mit Bärlauchzwiebel, die man ausbuddeln könnte. Und was hat da jetzt geknackt im Geäst? War es ein Tier oder war es einfach nur ein Ast? Es war einfach nur ein Ast. Schade. Ja, und damit schreite ich noch ein wenig voran. So, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich Lust habe, mir einen Schlafplatz zu suchen. Vielleicht kann man es hören, im Hintergrund ist so ein leichtes Motorenbrummen zu hören. Das liegt daran, dass hier eine etwas größere Straße, etwas, nicht allzu groß, nicht mehr allzu weit weg sein kann. Das ist dahingehend interessant, weil die ein guter Orientierungspunkt ist. Die spaltet so ein bisschen diesen Wald in zwei Hälften. Es gibt links der Straße, es gibt rechts der Straße. Solche unübersehbaren Orientierungspunkte sind insbesondere dann hilfreich, wenn man eben überlegt, sich an einem bestimmten Ort für die Nacht niederzulassen.
Es kann nämlich passieren, ist mir auch schon passiert, dass man über Nacht und gerade auch wenn man dann im Dunkeln seinen Schlafplatz wieder aufsucht, irgendwie so in diese Richtung, keinen Plan mehr hat, wo es weitergeht. Ja, da mag es schon zu einem Orientierungsverlust gekommen sein. Ist bei mir unwahrscheinlich, aber man steckt nicht dahinter und ich würde das Risiko jetzt einfach nicht eingehen wollen. Schon allein zu Test- und Trainingszwecken nicht. So, das heißt, gewisse Nähe zu dieser Straße würde zumindest morgen Vormittag oder früh, wenn der Berufsverkehr losgeht, dazu führen, dass ich mich akustisch in Richtung Straße orientieren könnte. Wenn ich alle anderen Orientierungsmerkmale verliere, dann ist eine Straße, ähnlich wie ein Fluss, ein Objekt, das früher oder später zu Menschen führt. Ja, also man könnte dann zum Evakuieren, zum Aufgeben der Survival-Situation, zum Zurückfinden in die Zivilisation, was auch Teil meines Trainings jetzt ist. Ich gehe dann später nach Hause, also morgen. Und zwar wirklich nach Hause und nicht zu irgendeinem Parkplatz und lasse mich einsammeln, wie ich das letztes Mal gemacht habe. Beziehungsweise da habe ich mich selber eingesammelt, weil ich an dem Parkplatz eben das Auto stehen hatte. Diesmal will ich wirklich dann auch nach Hause laufen. Und deswegen fände ich es einfach cool und realistisch, dass man so einen Fix-Orientierungspunkt hat. So, und das ist halt eben besagte Straße. Zu nah dran will ich auch nicht sein, weil dann stürze mich. Und dann bin ich zu sehr aufklärbar, weil es könnten ja auch Autozombies sein, also autofahrende Zombies, die da unterwegs sind. Und das will man dann ja natürlich weniger. So. Jetzt seht ihr hinter mir, es gibt zwar hier und da ein Nadelbäumchen, aber größtenteils ist das doch Laubwald. Insbesondere nach da hinten ist es größtenteils Laubwald. Und als Schlafplatz hätte ich gerne einen Mischbestand, wo ich auch noch ein paar Nadelbäume rumstehen habe, in der Hoffnung, dass ich vielleicht in der näheren Umgebung meines Schlafplatzes sogar einen Nadelbaum finde, der umgefallen ist, wo ich mir dann wieder Matratzenmaterial eben entsprechend schnappen könnte. So, und ich hoffe, das sieht man über meine Schulter. Da hinten stehen auch ein paar größere Nadelbäume und da hinten ist schön ab vom Schuss. Und ich habe hier jetzt, wo ich den Hauptweg verlasse, weil Wege sind wichtig, damit man seinen Schlafplatz wiederfindet, ne? Orientierungspunkte, habe ich hier einen schönen Punkt, der mir sagt, ab hier eben weg vom Hauptweg, nämlich diesen Haufen Grünzeug. Ja? Den werde ich auch im Schein von Lampe problemlos dann gegebenenfalls wiederfinden. Heute Nacht. Und wenn ich mir merke, am grünen Haufen links abbiegen, beziehungsweise kurz vor grünem Haufen, dann ist das, glaube ich, ganz gut geeignet, um zu wissen, dass man an dieser Rückgasse ein Stückchen entlang laufen möchte. So, wie es dann weitergeht, weiß ich noch nicht, aber da gehe ich jetzt erstmal Richtung hoch, weil ich Richtung Hügelkuppe obendrauf nach Möglichkeit möchte. Ja, ich bin doch näher an der Straße, als ich dachte. Oh, das ist einfach ein sehr lautes Fahrzeug hier gerade. Da drüben ist auch noch mal eine Vorstraße und da hinten scheint dann so ein bisschen was Dickicht zu geben. Ja? Und vielleicht in diesem dickichtigen Dickicht könnte ich mich ja gegebenenfalls ganz wohl fühlen. Also ein bisschen Nadelholz eben als Sichtschutz. Das schadet nicht. Und jo. Das wäre dann jetzt der Plan. So, ich habe jetzt ein kurzes Päuslein eingelegt. Sieht man mich überhaupt? Ich glaube, jetzt sieht man mich. Ich bin jetzt doch noch einen Ticken näher an der Straße, als ich eigentlich gewollt habe. Aber ist okay, wird gehen. Manchmal kommt ein etwas extra lautes Fahrzeug, das ist ein bisschen nervig, aber sonst geht es echt. So, und als Schlafplatz auserkoren habe ich hier diesen Bereich. Leider gibt es nichts zum Füttern, also kein Matratzenmaterial, was wirklich toll wäre. Also sprich irgendwelche Fichtenzweige oder sowas in der Richtung, Kiefernzweige, Douglasienzweige, Tannenzweige. Sondern was es gibt, ist nur Laub. Laub geht aber auch. Und Laub hat den großen Vorteil, dass Laub zumindest nicht erforderlich macht, dass ich irgendwo jetzt noch großartig rumhantiere mit meinem Miniaturmesser. Laub geht auch so. So, natürlich kann man jetzt so machen, ne? Und so ein möglichst großes, dickes Laubhäuflein hier anzuhäufen, das ungefähr, na ich sag jetzt mal,
Meter puffig lang sein sollte, irgendwie sowas. Ich brauche für meine Füße direkt nicht unbedingt Laub und meinen Kopf kann ich auch mehr oder weniger eben noch auf meine Jacke drauflegen, dann ist der auch noch ganz gut isoliert. Also geht es im Prinzip um den Hauptteil vom Körper, wo man Laub braucht. Und wenn man jetzt diesen hier macht, das geht zwar, das geht aber auch eine ganze Weile. Und tatsächlich ist die schnellste Methode, um Laubhäufen anzuhaufen, die Hundemethode, die da funktioniert. So. Und man hat gleich noch die Möglichkeit, Stöckchen, die man dann nicht unbedingt in der Matratze haben will, auszusortieren. So. Das ist natürlich bequemer, die Fuß. Schermethode, sage ich jetzt mal. Ne? So. Der Boden an sich ist ohnehin schon relativ gut isolierend, weil hier ein bisschen Humus eben entsprechend rumliegt. Ist ein guter, gut durchlüfteter Waldboden, auf dem friert man nicht so schnell. Nicht zu vergleichen mit zum Beispiel einer Wiese oder ähnlichem. Deswegen hoffe ich, dass mir etwas eher rudimentäre Mengen an Laub ausreichen und es jetzt nicht ein Riesenhaufen sein muss. So, und wie finde ich jetzt raus, ob das schon reicht? Naja, da gibt es im Grunde bloß die Ausprobiermethode. Und dafür brauche ich dann meine Isomatte. Also wäre das hier jetzt zum Beispiel ein steiniger Boden oder ein sandiger Boden, dann würde ich massiv mehr Isolationsmaterial brauchen. Aber da das hier ein normaler Moder muss ist, könnte ich mir vorstellen, dass das so plus minus schon ganz gemütlich sein könnte. Ja, kann ich natürlich erst sagen, wenn ich eine Weile gelegen bin, ne? So, während der Ben da liegt, erzählt die Stimme aus dem Hintergrund noch ein paar grundlegende Dinge zur Bodenisolation. Abhängig ist die davon, wie gut der Boden, auf dem man liegt, temperaturleitend ist, also wärmeleitend. Ne? Soll heißen, zum Beispiel ein Block Metall, das meistens ein guter Wärmeleiter ist, wäre eine Katastrophe, weil wenn das Ding, worauf man liegt, gut Wärme leitet, dann leitet es auch gut die Körperwärme vom Körper weg. Wir wollen also das Gegenteil von gut wärmeleitend, sondern nämlich sehr, sehr schlecht. So, und im Idealfall ist das Luft. Da wir aber schlecht auf Luft liegen können, es sei denn, wir haben eine Isomatte oder eine Luftmatratze, ne, dann ist das das Prinzip, weshalb die Dinger eben relativ warm sich anfühlen, weil sie eben die Temperatur des Körpers kaum ableiten. Dann ist das gut, aber das haben wir hier in diesem Fall ja jetzt nur sehr begrenzt. Die kleine dünne BW-Mehrzweckunterlage, auf der ich da rumliege, die bringt nicht wirklich viel. Also die ist auf jeden Fall besser als nichts, aber viel bringt die nicht. So, und deswegen muss man jetzt halt gucken, wie viel muss man, Zusatzmaterial muss man hinschmeißen, auf dem man liegen kann, wie viel Matratze muss man sich bauen, damit man noch gut schläft. Das hängt davon ab, wie viel man wiegt. Das hängt davon ab, weil dann drückt man das entsprechend zusammen, ne? Das hängt davon ab, wie kalt es ist und es hängt davon ab, was für ein Boden überhaupt schon gegeben ist. So grob kann man sagen, der schlechtestmögliche Boden wäre reiner Stein. Sand ist auch relativ fies, weil das ist fast auch schon reiner Stein, nur dass das halt sehr, 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 sehr kleine Steinbröckchen sind, die nebeneinander liegen, aber immerhin mit Lufteinschlüssen. Luft ist der beste Isolator, den man haben kann.
also Sand besser als ganz reiner Stein, also ein Felsblock zum Beispiel. Eine Wiese ist recht schlecht, weil die kaum Humus hat, denn je besser, es wird umso besser, je mehr Humus im Waldboden vorhanden ist. Das heißt zum Beispiel in einem Kiefernforst oder in einem Fichtenforst, diese blöden Monokulturen, da wird der Boden nur sehr langsam abgebaut. Das bedeutet, da liegen jede Menge Nadeln auf dem Boden drauf. Und das wäre dann gut zum Übernachten, weil das isoliert gut. Hier habe ich nur eine dünne Humusauflage, weil das ist ein vergleichsweise guter Boden, wo der Humus schnell abgebaut wird. Und deswegen muss ich relativ fleißig Blätter aufschichten und ich war da eigentlich auch ein bisschen zu faul. Also ich packe nachher noch ein paar drauf, aber selbst mit denen, die ich nachher noch drauf packe, war das alles ein bisschen zu optimistisch, weil Faktor Gewicht des Schläfers, der hat in letzter Zeit ein bisschen zugenommen und das hat mir ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie wir dann aber später noch hören werden. Ne? Aber das so mal zu den Grundlagen. Der beste Boden zum drauf schlafen wäre trockener Torf. Den findet man aber nur in der Theorie. In der Praxis wird man den doch kaum jemals zur Verfügung haben. Okay, vorläufiges Fazit. Muss noch ein bisschen was drauf. Das heißt, ich hole jetzt noch in der Umgebung ein bisschen Zusatzlaub. Ins Prinzip ist es wirklich bloß Laubsamme trage, hinschmeiße. Das muss ich jetzt nicht noch groß filmen, glaube ich. Das haben wir jetzt gesehen. Jetzt habe ich es ja schon ein bisschen platt gelegen, die Stelle, wo es hin soll. Und dann müsste das eigentlich reichen, wenn ich jetzt noch, keine Ahnung, 10 Doppelhandvoll dann noch eben entsprechend nachpolstere, insbesondere eben der Bereich, wo der Oberkörper zum Liegen kommt. Da kommt es drauf an und auf den Rest nicht so. Ja, und dann habe ich im Prinzip mein Lager errichtet, habe noch ungefähr 40 Minuten zumindest ordentlich Licht, schätzungsweise. Ich brauche auch noch ungefähr vielleicht 15 bis 20 Minuten, um zur Feuerstelle zu kommen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier noch großartig Laub zusammensammle, dann wird es lichttechnisch zugegebenermaßen ein kleines bisschen knapp. Und dann würde ich mein Lager hier lassen und mich zur Feuerstelle eben entsprechend begeben und muss das hier halt später dann noch wiederfinden. Das sollte aber kein größeres Problem sein. Der Ort hier ist gut zu merken. Das ist auch immer wichtig, immer dran denken beim Platzauswahl, insbesondere wenn man noch mal vorhat, das Lager zu verlassen und erst nach Einbruch der Dunkelheit zurückkommt, dann sollte man wirklich unbedingt dran denken, dass man das auch wiederfinden muss. Ne? Ja, soweit dann erstmal, dann mache ich noch ein bisschen mehr Laub und dann gucken wir später, wie die Situation dann an der Feuerstelle ist, beziehungsweise da kommt dann auch Frau E. dazu und bringt mir noch irgendein Dach, hoffe ich, oder sonst irgendwas Nützliches, was dann vielleicht für die Nacht noch ganz hilfreich sein könnte. Es wird nicht regnen, da bin ich ziemlich von überzeugt, deswegen im Grunde reicht das so zum Übernachten, ne? Also einfach unterm Himmel, unterm Sternenhimmel gemütlich die Nacht genießen, sofern man dann genug Isolation hat. Deswegen Laub.